Hallo ihr Lieben, ich bin Gina und das ist ein kleiner Flow, um den Bauch und den Rücken zu stärken. Beginn einfach mal im Knien, bring die Knie ein bisschen weiter als Hüftbreit auseinander, sodass der Oberkörper entspannter zwischen Platz findet und komm für einen Moment in die Kindposition, ganz entspannt, ganz easy. Und fang an, deinem Atem hinterher zu schauen, wie er kommt, wie er wieder geht. Fang vielleicht an mit kleinen Bewegungen, mit der Hüfte von Seite zu Seite, wenn es sich gut anfühlt. Mit dem nächsten Einatmen komm langsam nach oben in den Vierfüßlerstand, stell die Zehen hinten auf und schieb die Hüften weit nach oben und zurück in den nach unten schauenden Hund. Spiele hier gerne ein bisschen rum, komm mit dem Einatmen auf die Zehenspitzen, mit dem Ausatmen schieb jeweils eine Ferse weit nach unten in Richtung Matte, so wie es sich schön anfühlt. Nächsten Einatmen, komm langsam nach vorne in die Brettposition. Sei hier eine schöne lange Linie. Spiel gerne ein bisschen rum, auch hier von vorne nach hinten, von Seite zu Seite. Mit dem Ausatmen schiebt die Hüften wieder weit nach oben und zurück nach unten schauender Hund. Mit dem Einatmen, komm langsam wieder nach vorne in die Brettposition. Eine schöne lange Linie hier. Bring Bewegung rein, mit dem Ausatmen schiebt die Hüften weit nach oben und zurück nach unten schauender Hund. Nächstes Einatmen, komm langsam wieder nach vorne, noch einmal in die Brettposition. Und mit dem nächsten Ausatmen komm in einer Linie nach unten auf deine Matte, mit dem Einatmen langsam wieder nach oben. Ausatmen langsam nach unten. Einatmen wieder nach oben und mit dem nächsten Ausatmen schiebt die Hüften wieder weit nach oben und zurück in den nach unten schauenden Hund. Einatmen, Brettposition, ganz locker, ganz easy. Spiel auch hier nochmal ein bisschen rum, geh vielleicht halb nach unten, beweg die Hüften auch ein bisschen. Lass alle Spannungen, die sich hier aufbaut, durch die Muskeln ein bisschen lösen. Dann komm langsam wieder zum Liegen nach unten und bring die Ellenbogen direkt unter die Schultern, die Unterarme parallel und dann schieb mal die Brust weit nach vorne und zieh dich mit den Händen gefühlt nach hinten in die Sphinxposition, ganz locker. Du solltest es im Rücken spüren. Beweg hier vielleicht auch gerne ein bisschen die Hüften von Seite zu Seite, wenn es sich schön anfühlt. Hallo Henry. Da sitzt du nicht so gut. Ich rutsche mal gerade ein Stück hinter. Und dann stell mal langsam die Zehen hinten auf und komm in die Brettposition auf die Unterarme. Auch hier gerne mit Bewegung oder in einer Position bleibend. Atme voll und tief weiter und komm mit dem Ausatmen wieder nach unten in die Sphinxposition, streck die Zehen, schieb die Brust nach vorne, atme easy, atme locker, beweg vielleicht nochmal die Hüften und den Kopf und den Nacken. Und dann langsam wieder nach oben in die Brettposition auf den Unterarmen zu kommen. Mit dem Einatmen hebt vielleicht dein rechtes Bein mal weit nach oben. Spiel gerne und setz es wieder ab. Einatmen, hebt dein linkes Bein. Auch hier spiel gerne. Wann immer du möchtest, setz es langsam wieder ab. Ausatmen, die Hüften sinken wieder nach unten. Streck die Zehen. Sphinxposition. Und dann komm mal langsam auf die Hände. Bring die Hände unter die Schultern nach oben in die große Kobra. Bleib jederzeit weiter unten, wenn es für den unteren Rücken zu viel ist. Komm wieder nach unten. Auf die Unterarme, stell die Zehen hinten auf. Und dann lauf diesmal die Füße so weit wie möglich nach vorne, sodass du in den nach unten schauenden Hund kommst. Auf den Unterarm. Mit dem Einatmen hebt dein linkes Bein weit nach oben, öffne vielleicht die Hüfte. Mit dem Ausatmen setzt den Fuß wieder ab. Einatmen hebt das rechte Bein, öffne vielleicht die Hüfte. Ausatmen, setz auch den Fuß wieder ab. Henry, du bist komplett im Weg. Und dann schieb mit dem Ausatmen einfach die Hüften zurück auf die Fersen und komm hier in die Kindposition. Entspann Bauch und Rücken, lass alle Muskeln los, die du gerade nicht brauchst.
Und dann komm mit dem Einatmen langsam nach oben zum Sitzen. Henry. So ein Vogel. Bis bald.